Servus Leute und damit herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wir haben Donnerstag, das heißt eine neue Eventwoche und ein neues Casino-Auto wurde gedroppt. Das Casino-Auto könnt ihr wie immer jeden Tag einmal versuchen gratis zu gewinnen. Und bei mir gibt es natürlich heute die Vorstellung des neuen Autos, zusätzlich noch, was es alles Neues im Shop gibt, welche Dinge im Angebot sind und wo ihr Doppel-RP und Doppel-Dollar abfarmen könnt, bei welchen Missionen. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht weiter drum rum. Wir starten direkt mit dem Video rein. Abo da lassen, Like da lassen, Glocke aktivieren, dass ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Und let's go! So, angekommen im Casino sehen wir ja auch schon das dieswöchige neue Auto. Und zwar ist das der FMJ. Meines Erachtens nach, ich gebe es diese Woche zu, ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob dieses Auto genauso heißt. Auf jeden Fall finde ich ihn als Supersportwagen sehr schön geeignet. Auch farblich gesehen ziemlich nice. Und wie gesagt, kann ich euch natürlich wie jede Woche nur empfehlen, einmal täglich am Casinorad zu drehen. Denn es lohnt sich einfach nur extrem. Ihr habt die Chance, ein Casino-Auto gratis zu gewinnen. Und warum sollte man dies nicht tun? So, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch schon direkt weiter zu Legendary Motorsports. So, bei Legendary Motorsports haben wir im Angebot den Grotti Italy für 1,9 Millionen bis 2,5 Millionen. Wir haben den Benefactor BR8 für 2.040.000 $ und wir haben den Declase Dare 1 für 1,8 Millionen. So, gehen wir weiter. Rogue Pair 4 für 2,1 Millionen, Ocelot R88 für 1,869. Ja, weiter unten Grotti Furia für 1,2 bis 1,64 Millionen. Und dann haben wir auch noch den Ennis S80 RR für 1,5 Millionen im Angebot. Und ich glaube, wir haben sogar zuletzt jetzt hier noch eins. Beziehungsweise, ja, genau, den Brogan GP1 für 756.000. Also das sind doch diese Woche mal richtig viel gute Angebote. So, weiter geht's mit San Andreas. Und zwar haben wir hier ein Auto im Angebot und das ist der RC Bandito für 795.000. So, weiter geht's mit Warstock und zwar haben wir hier ein Gratis-Fahrzeug, das ist Rarus. Ja, könnt ihr euch gönnen, ne? Ist ja gratis. Ansonsten haben wir hier RO 86 Elken, ich weiß selber nicht, wie man sie ausspricht, für 2,4 bis 3,2 Millionen. Weiter geht's mit in Weight and Purse Rate für 1,1 Millionen. Dann haben wir hier noch den Thruster für 1,3 bis 1,8 Millionen. Genau, und zu guter Letzt gibt es hier dann noch den Ramp Buggy und das war es an der Stelle auch schon. So, kommen wir gerade noch zu den Jobs bzw. Missionen, die ihr diese Woche spielen könnt, wo es Double RP und Double Dollar gibt. Und zwar ist das nur unter Missionen der Fall. Ich gehe hier einfach mal für euch das Ganze durch. Da könnt ihr sehen, es kommt immer mal wieder ein Button rechts oben, wo ihr Double RP und Double Dollar Zeichen seht. Das heißt, da ist diese Woche einiges bei Missionen dabei. So, das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne ein Abo da lassen, Like da lassen und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr von mir. Und ich würde sagen, wir sehen uns die Tage wieder mit einem neuen Video. Haut rein, bis dahin. Ciao.